So, meine Lieben, es geht heute weiter. Ich habe das Spiel geknackt und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt. Ein Video wurde erfolgreich gehackt. Folgende Metainformation wurde dem Video beigefügt. Und der zweite Engel posaunte und es fuhr wie Feuer brennend ins Meer und der dritte Teil des Meeres ward Blut. Video jetzt anzeigen. Okay, Video anzeigen und speichern. Video nicht anzeigen. Ja, wir wollen ja weiter. Oh. Oh mein Gott. Okay, man braucht dazu nicht wirklich was sagen. Auf jeden Fall ganz schön. Ich würde sagen, sie ist tot. Ich wollte auch noch mal was zum Sound sagen. Ich kann leider nicht sagen, woran es liegt, dass es mittlerweile ab und zu knackt. Ich habe das gleiche Headset, ich benutze dieselben Kabel, ich benutze eigentlich alles gleich zu 100%. Ich weiß es nicht. Und ich bin jetzt halt auch, wie ihr wisst, nicht so der Profi, was Schneiden betrifft. Aber ja. Ach, Schneiden betrifft. Ja, genau. Also Videobearbeitung generell. Dafür ist ja Marlene bei uns bei den Videos zuständig. Ich hoffe, es wird wieder besser. Aber ich kann euch nicht sagen, woran es liegt. Tom. Schon wieder ein totes Mädchen. Und wieder aus unserer Klasse. Ich kann es nicht fassen. Okay, wir schicken ihnen das Video. Ich finde es echt übel. Ich hoffe, es gucken keine Kinder zu. Es ist nicht Vampire Love Story. Oh Gott, ja, ich erkenne sie. Die war doch mit in der Clique um Jana. Ziemlich biestig konnte die sein und intrigant. Mann, es geht tatsächlich weiter. Wir müssten doch zur Polizei. Und wenn ihr Leo dann was tut, oder meinen Eltern, die haben seine komische Botschaft per Post gekriegt. Was denn für eine Botschaft? Die Postkarte? Und was soll das? Nichts Gutes, darauf kannst du Gift nehmen. Was sollen wir bloß machen? Es geht jetzt wirklich der Reihe nach. Eine Tote nach der anderen. Wie auf dem Klassenfoto angedeutet, wer hasst diese armen Mädchen bloß so sehr? Wir müssen ihn finden. Das ist unsere einzige Chance. Ich melde mich nochmal bei Tiefenbrunner. Ja, gut. Und erzähl mir sofort, wenn er was herausgefunden hat. Okay. Okay, Tom ist offline. Dr. Tiefenbrunner. Hallo, ich bin es wieder. Sind Sie da? Aber ja, hast du etwas Neues zu berichten? Haben wir. Nichts Gutes. Mir fehlen die Worte. Ihr müsst unbedingt die Polizei informieren. Das geht nicht. Schauen Sie sich das an. Achso.
Das war das Bild. Ach genau, die Postkarte. Kein Absender. Nur eine 7 auf der Rückseite. Das ist doch noch eine Drohung. Leider ja. Der Judaskuss. Das sagt mir was. Judas war der Jünger, der Jesus an die Häscher des feindlich gesinnten Hohepriesters Kaiphas verriet. Mit dem Kuss identifizierte er ihn, damit die Soldaten des Kaiphas wussten, wen sie gefangen nehmen sollten. Später hat sich Judas aufgehängt aus Reue über den Verrat. In anderen Quellen hat Satan persönlich ihn getötet. Und wie deuten Sie das im Zusammenhang mit den zwei Morden? Ja, waren schon zwei Mädchen. Das ist eine Warnung. Das siehst du ganz richtig. Du sollst die Polizei aus dem Spiel lassen, sonst bist du ein Verräter und wirst schließlich sterben. Diese Karte habe ich nicht bekommen. Die ging an meine Eltern. Und genau das denke ich mir jedes Mal. Warum an seine Eltern? Was haben die damit zu tun? Oh, das ist noch perfider. Das heißt, wenn du zur Polizei gehen solltest, sind deine Eltern in Gefahr. Eine ausweglose Situation in der Tat. Ja, verdammt. Haben Sie denn etwas über Marco gefunden? Noch nicht. In den Schulakten ist nichts Negatives über eine Marco Schuster vermerkt. Aber das muss nichts heißen. Ich forsche weiter und melde mich bei dir. Und verzweifle nicht. Nein, schon gut. Ich versuche ruhig zu bleiben. Ja. Das ist echt verzwickt. Was? Treten Liebende nicht immer fort an Ränder, eins im anderen, die sich versprachen Weite? Was? Aber schön, dass er schon wieder offline ist. Ihn schreiben wir wohl gerade nicht. Tom? Tiefenbrunner hat noch nichts Konkretes, nur dass Markus' Mutter wohl Alki war. Und die Karte ist wieder aus der Bibel. Judas, der Jesus mit einem Kuss verrät und später stirbt. Der umzingelt dich langsam, bedroht jetzt auch noch deine Eltern, das Schwein. Annalena meint, so ein Typ wie Marco ist jemand, der im Verborgenen Dinge anzettelt. Und dann plötzlich aggressiv wird. Würde ja passen. Wir müssen den in Paris irgendwie auftreiben. Fragt sich, wie der wohl heute aussieht. Das alte Klassenfoto hilft uns da nicht weiter. Mal sehen, was der Tiefenbrunnen noch herausfindet. Oder ich frage meinen Hackerkumpel. Vielleicht gibt's ein Selfie von ihm auf seinem Handy. Okay, bis dann. Ich will hier nicht hacken. Ich will vorwärts kommen. Ich will nicht ständig nebenbei hacken. Ich will. Ach, ich brauche Infos. Schatz, guck mal, mein erstes Werk. Oh, lass es ein Lux sein. Oh. Die sind auch okay. Das ist echt niedlich. Putzig, was sind das? Frechdachse beim Fußball gucken?
Das sind Erdmännchen, du Scherzkeks. Hast du klasse hinbekommen, den Schnappschuss. Haha, es macht wirklich Riesenspaß. Alle, mit denen ich zu tun habe, sind wahnsinnig nett. Ich fühle mich so unbeschreiblich glücklich. Toll, sag mal, kriegst du immer noch Botschaften von diesen Forever? Das will ich zum Beispiel wissen. Ja, da war gerade wieder so ein komisches Zeug. Ich ignoriere das einfach. Ist mir zu albern. Gut so. Pass auf dich auf. Okay, Wolf hat geschrien. Okay. Hassa, der Wolf ist da. Und er kam richtig super an in seinem Blog. Mega geil, finden meine Fans das Teil. Bestell das deiner super kompetenten Ex-Dame. Bin euch beiden unendlich zu Dank verpflichtet. Wenn es also noch was zu helfen gibt, allzuhelf bereit. Kannst du mal Markus' gehackten Messenger gucken, ob es da ein Foto von ihm gibt? Wir müssten wissen, wie der heute aussieht. Jep, Momentchen. Na, schreiben wir jetzt in der Zeit Mona, dass das Bild geil ist? Nein. Nope. Nur sein altes Avatarbild, ein Löwe. Ein Löwe? Shit, das hört sich nach Leo an. Gar nicht gut. Aber danke. Immer wieder gerne. Tschüssi. Leo und Löwe, das ergibt auch Sinn. Ich habe noch eine Frage. Hat der Löwe auch was mit der Bibel zu tun? Daran, nee, oder? Ich habe auch von, nee. Der Löwe, das ist das Symbol des Evangelisten, des heiligen Markus. Oh. Oh. Und der Löwe steht für Markus? Ja, hat das etwa mit Markus Schuster zu tun? Markus Avatar im Messenger war ein Löwe, aber Leo bedeutet auch Löwe, nicht wahr? In meinem Kopf ja. Ja, so ist es. Leonie die Löwin. Eine unheilvolle Verquickung, möchte ich meinen. Übrigens, Avatar ist ein interessantes Wort. Es stammt aus dem Sanskrit und bedeutet Manifestation. Gottes als Mensch oder Bild. Mist, wir müssen ihn finden. Oh ja. Und wir müssen bestimmt wieder irgendwas hacken. Oh, Jessica hat geschrieben. Ich wollte aber auf jeden Fall. Nee, ich dachte immer, ich kann hier vielleicht noch mal was nachschauen. Aber ne, man kann immer gar nicht weiter hochscrollen. Ist mir zwar irgendwann schon mal aufgefallen, aber ich finde das ein bisschen schade, weil wenn ich doch mal was nachlesen möchte, ist egal. Hast du das schon gehört? Den Zeitungsartikel bekommen? Schon wieder ein Mädchen ermordet, kam gerade in die Nachrichten. Ich habe ein Foto von ihr im Netz gesehen. Die ist auch aus unserer Klasse. Niki, die war auch aus unserer kleinen Clique. Das ist der absolute Horror. Ja, ich hab's schon erfahren.
Das kann auch kein Zufall sein. Da ist einer hinter uns her. Der will uns alle kalt machen. Ich hab voll die Panik. Ich weiß, Jesse, das macht uns alle fertig. Was sollen wir tun? Wir können doch nicht warten, bis die nächste dran ist. Soll ich zu den Bullen gehen? Kriegt man da nicht Polizeischutz? Kannst du ja probieren. Wirst ja sehen, ob du tot bist. Nein, Jessica, keine Polizei, ich bitte dich. Es ist schwierig, muss ich sagen. Also Polizeischutz habe ich eigentlich auch gehört, aber es kann auch sein, dass wir einfach nicht für vollgenommen wären, wenn Jessie da jetzt hingeht. Ich würde nein sagen. Ja. Erstmal nein. Wenn dich die Bullen ausquetschen, komme ich auch ins Spiel und das könnte schlimme Konsequenzen für Leo haben. Aber wir müssen auch irgendwas tun. Wir können doch nicht einfach tatenlos herumsitzen. Können wir uns nicht alle treffen? Du und ich und Leo und Tom? Vielleicht hilft uns das. Ach, ich weiß auch nicht. Aber irgendwas müssen wir tun. Leo ist gerade in Paris, ihr Job. Aber ich rede mal mit Tom, wenn dich das beruhigt. Ja, vielleicht müssten wir uns einfach mal alle treffen und an irgendeinen Geheimort. Ja, klar, tu das. Sag mir schnell Bescheid. Mach ich. Und achte mal darauf, ob dich jemand beobachtet, wenn du rausgehst. Das macht sie bestimmt schon. Ich gehe überhaupt nicht mehr raus. Bin doch nicht lebensmüde. Noch besser. Okay, wir schreiben nichts mehr. Jessica hat sich eben gemeldet. Sie dreht völlig am Rad wegen der Toten. Das wäre Nicola. Alle beide aus der Zicken-Clique. Der verfolgt ein genaues Muster. So sieht es aus. Alles Mädels aus einer Klasse. Alles aus einer In-Group. Aber Leo doch nicht. Sie passt da nicht rein. Haben wir nicht gehört, dass Leo sich immer für was Besseres gehalten hat? Oder ist es wirklich nur das Ex-Geschwafel? Stimmt. Aber warte mal. Alle beiden sehen vom Typ her ein bisschen so aus wie Leo. Dunkle Haare, lang. Oh Mann, das ist so irre. Jessie will sich unbedingt mit uns treffen. Sie hat einfach wahnsinnige Angst. Nachvollziehbar. Aber das stimmt. Vom Typ her fallen die auf. Okay, können wir mehr machen. Aber heute passt es nicht. Ist mir auch lieber. Oh. Oh. Die Polizei war in der Schule. Beide Mordopfer aus einer ehemaligen Klasse. Da zählen sie wohl zwei und zwei zusammen. Alle sind sprachlos vor Entsetzen. Aber sie haben doch nichts von unseren geheimen Ermittlungen erzählt, oder? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. Ach, ich habe da etwas gefunden. Über Marco? Ja, über Justinsel. Was? Es gibt eine Polizeiakte über ihn, allerdings verschlüsselt. Oh. Doch das ist für euch digital natürlich. Ja, sicher kein Problem, nicht wahr? Wie sind Sie denn daran gekommen? Ich habe da so meine Verbindungen. Ein ehemaliger Schüler von mir arbeitet bei der IT-Firma, die auch die Software für die Polizei entwickelt hat.
erst mir einen kleinen Gefallen schuldig. Ich habe mich seinerzeit, sagen wir, sehr entgegenkommend gezeigt, als es um seinen Schulabschluss ging. Er war nicht gerade eine Leuchte und seine Zensuren. Uff. Nun ja, schweigen wir darüber. Sie sind mir ja einer. Sie müssten eine Medaille als Lehrer des Jahres bekommen. Ach, zu viel der Ehre. Man tut, was man kann. Hier ist die Akte. Sammle 5 Sterne zum Fortsetzen. Schauen wir doch mal. Heckt die Polizeiakte von Marco. Wieso habe ich eigentlich nur 4 Leben von 5? Das ist jetzt merkwürdig. Ich hatte nämlich auch ein paar Tage Pause gemacht. Weil es war jetzt Wochenende und am Wochenende nehme ich eigentlich überhaupt nicht auf, sondern nur in der Woche. Aber ja, das überrascht mich jetzt ein bisschen tatsächlich. Aber egal, ich denke nicht darüber nach. Wahrscheinlich hat es einfach nicht gezählt. So, Ziele. Ich würde sagen, wir machen einmal zusammen und dann mache ich wieder einen Aufnahmeschluss und hacke es denn erstmal. Neues Upgrade für kommende Hackvorgänge. Nennt sich Blitzperk und schießt 5 zufällige Blöcke ins Nirvana. Ah, ich sehe es schon. Ich muss ein bisschen überlegen. Meistens mache ich es ja nur ein bisschen nebenbei, schnell. Und okay, aber ich kann es jetzt gerade noch gar nicht nehmen. Ich mache es einfach mal so nebenbei. Okay, ist mir egal. Aha, dann funktioniert das so. Ich sehe jetzt gerade. Ich glaube, das wird bestimmt eine Weile dauern. Frag mich gerade tatsächlich. Weil bei dem Blitz konnte ich auf jeden Fall jetzt nichts machen. Was das hier betrifft. Was war das? Einer Hack benutzen. Der Hack verwandelt alle unteren Formen in einzelne Quadrate. Ach so. Huh. Nee, kann ich nicht auswählen. Ich muss bestimmt. Ich weiß das nicht so richtig, wenn ich jetzt ehrlich bin, wie das jetzt funktionieren soll mit dieser 1. Ich glaube, ich habe das andere bestimmt einfach schnell überlesen. Okay, wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Sound in dieser Folge sehr gut funktioniert. Sonst muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Und ja, ich werde es jetzt hacken und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich sag erstmal kurz Tschüssi. Und bis zur nächsten Folge.